hat man die Wallfahrt vom Heiligen Kreuz gebaut. Schnaue Geschichte, ich weiss es, aber sie gefällt mir. Noch etwas. Der Papst und Entenbucher vor langer Zeit wacken für einen Kampfleib, hat der Talschaft zum Dank zurechtgegeben, in ihrem Banner die Arma Christi zu führen. Das ist das Kreuz, die Dornenkrone und jeder Nägel, wo der Jesus damit ans Kreuz genagelt ist worden. Wer unter diesem Zeichen ins Feld gezogen ist, konnte auf göttlichen Beistand zählen. In der Burgundenkrieg zum Beispiel. Die Entenbucher nicht unter den Fahnen von Luzern, wenn er den König ins Feld gezogen, sondern unter ihren eigenen Banner. Und sie haben sich tapfer geschlagen. Entenbucher ist eben ein besonderes Tal. Ich meine, viele überlebt dahinter im allerletzten Krachen. Aber uns dünkt, es sei ein wunderschönes und prächtiges Tal, wo man über einen besonderen Schutz vom Herrgott steht. Und wenn uns jemand will, gerecht und an Karren fahren, aus dem lieben sanften Tier, dann plötzlich wieder ein wilder Moni werden. Warum? Dass wir Bauern nicht hier können, um zum Rechtigen zu schauen. Was können wir machen? Vor allem muss die Batzenentwertung rückgängig gemacht werden. Der Rennecker ist schon erst im Turm gehockt, Luzern, weil er es probiert hat. Und im Maltisberg wie am Kopf, von Doppelschwand, haben die gnädigen Herren vor 20 Jahren den Kopf abgehauen und die rechte Hand. Der Rennecker hat gesagt, er gehe nicht mehr von Luzern betteln. Recht hat er. Das Entlebuch ist im rechtmässigen Besitz der alten eidgenössischen Freiheiten. Nach den alten Briefen sind wir keine Untertanen. Wir sind nie unterjocht worden von Luzern. Luzern hat nur die Schirmherrschaft über das Entlebuch. Und die Schirmherrschaft ist vor 250 Jahren von den Habsburgern an Luzern verpfändet worden. Aber dahinter haben wir das Recht, selber Recht zu sprechen. So steht es in den alten Briefen. Wo sind denn die Briefe? Die legen es Luzern hin. Mensch, die machen sie führen. Warum nicht? Die gnädigen Herren sind schliesslich auch Eidgenossen. Sie haben Wohlwedli. Strenge, hoch- und wohlweise, hochgeehrte, grossgünstige und vielgeliebte Eidgenossen. Wir sind nur Säulebauern. Wir sind die Gottbauleute. Jetzt reden Sie mit ihnen vom Mann zum Mann, der Remenecker, der Landessiglerbinder und der Landeshauptmann Glanzmann. Erstens muss der Berner Watzen, aber auch der Solothurner und der Freiburger Watzen gleich viel gelten wie bisher. Einverstanden. Zweitens, der Salzhandel aus Freise. Wir zahlen für Salz, was recht ist, aber nicht mehr. Das ist auch meine Meinung. Und drittens, wer zu wenig Geld hat, um Zinsen zu zahlen, der soll können mit Käse oder mit Korn zahlen. Dunkel mich, dass sie neue Gerechte ersuchen. Warten wir ab, was unsere drei so Zähnehmer können ausrichten. Oh, danke. Und die Leute, die nicht zahlen, die Bauern, fragen uns die Bauern an, wir reden zu spinnen. Kannst Kalber und Rindli und Kühe von einem Tag auf einen anderen nicht verkaufen und Milch kannst du in Schorgraben runterlehren. Ja, es dünkt mich, wir sollten gescheiter die gnädigen Herren von Bern alle zusammen ins Schüttiloch hängen. Die leiden nämlich selber an akutem Rinderwahnsinn. Und an akutem Schnurren und blauen Säuren leiden die schon lang, lang. Die schlagen uns durch ins Dorf auch mit ihrem wissenschaftlichen Wahnsinn. Und sie klauen uns unseren Bauernstolz. Marteli, bring es Most, zwei Glas. Komme Graz. Sag eins, was ist das da? Das ist, denke ich, Batzen. Eben nicht. Was nicht? Es ist eben kein Batzen. Es ist nur noch ein Fäufi. Hey, hey, das ist doch ein Batzen. Was ist denn das da? Denke, wir bleiben. Eben nicht mehr. Es ist nur noch 2,50. So ein Kabis. Ein Fünfreiber ist ein Fünfreiber und ein Batzen ist ein Batzen. Das Schweizer Geld ist hart wie Granit. Oh. Und Kling, wieso hat es das beim Löwinnen plötzlich so viele Leute? Bei euch Kindern denke ich im Löwinnen gerne viele Leute. Aber die da kenne ich gar nicht. Die kommen zu euch, weil sie gut essen und reichen. Ja, sind das etwa diese Fresser, die dahinter auf unsere Kosten fressen und saufen? Hey, nein.
Die kommen aus der Stadt. Die kommen da hinten, weil der ein Hochmoorgebiet sind von internationaler Bedeutung. Oh, die Arme, die tun mich. Die sind nicht arm. Stell dir einmal vor, die verehren sich dem Hochmoorinnen. Der eine versinkt da, der andere versucht dort. Die kommen nicht mehr zu dem Hochmoor aus. Bei uns versucht man nicht so gleich. Dann muss auch dort hinten eine schöne rote Nase. Die hat dort oben noch. Das kommt eigentlich von der Sonne. Bei uns ist eben ganz schön Wetter. Ja, eigentlich ist ja noch schön, dass die Leute aus der Stadt raus zu uns hinterher kommen mit Zentlibuch. Sonst wären wir ja ganz verloren. Aber sag ihnen, was machen denn die, wenn es regnet? Dann müssen wir eben unseren Charme spielen. Charme? Weißt du nicht, was das ist? Eben nicht so recht. Lächeln und freundlich sein, musst du Tschüss sagen. Tschüss. Ja, Käse auf Englisch. Also, Tschüss. Der aus Gute, auf Wiedersehen. Komm ich hier wieder. Tschüss. Kennst du den Unterschied zwischen dem Landfakt Amrien und dem Gessler? Nein. Es gibt ihn keinen. Der Gessler hat Turnen geplagt und der Landfakt Amrien plagt endlich Bucher. Aber Turnen haben eben den Kell gehabt. Kennst du den Unterschied zwischen der EU und der schweizerischen Landwirtschaftspolitik? Nein. Es gibt eben auch keinen. Die EU plagt die Bauern von Brüssel aus und die schweizerische Landwirtschaftspolitik von Bern oben runter. Du musst mehr produzieren, dafür Bürger. Hier in Bern oben machen es gerade umgekehrt. Mehr lafern, dafür teuer. Das ist eben Fortschritt. Wer den ganzen Tag lafert, der wird reich. Und der Brot und Käse produziert, verarmt und muss subventioniert werden. Was ist das da? Das ist kein Verstecken. Mensch, wirklich? Oder ein Knüttel? Eben nicht. Es ist ein Knüttel. Ob Stecken, Knüppel oder Knüttel, das kommt doch etwa aufs Gleiche raus. Nein. In diesem Knüttel haben sie Nägel. Diesen Nägel sieht man Stäfzchen. Das ist eine schreckliche Waffe. Wenn er findet, so einen Knüttel mit Stäfzchen sieht, zäckelt er ab wie früher die Habsburger. Ja, Mensch! Hey, ja, sie teilt am Morgarten. Ein Sempach. Aber heute hat er Find. Kanonen, Gewehr, der springt nicht fort. Der schießt. Der kommt nicht mehr zum Schießen. Wenn er so einen Knüttel sieht, packt er das Blanke entsetzen. Es kommt dann nicht auf die Waffe an im Krieg. Sondern auf Heldenmut. Im Heldenmut? Da sind wir endlich Bucherweltspitze. Ja, wir haben mit aller Döpo. Wenn es auf die Herren losgeht, dann sind wir dabei. Ja, sind das etwa gnädig Herren dahinter? Hey, nein, die sind harmlos. Mit denen muss freundlich sein. Die haben aber noch einmal Glück gehabt. Sonst hat es den Käscher mit oder ohne Knüttel. Champagner, Sekt und Spritzig!
und vom Schinkenspeck fein geschnitten und frisches Brot und knusprig. Und ein paar Zwiebeln und ein paar Gürkchen, Pfeffer, grob gemahlen, aber mit Reitig. Damit, komm mal vorwärts, schöne Junge. Und? Hat ihn gezahlt? Woher? Dem seine Batzen sind doch nicht mehr wert. Und deine? Nein. Aber der blag ich bis ums Blut zu der Nase ausspritzt. Und der muss mir den Hof geben. Das, was wir hier essen und trinken, das müsste sie einen Wert zahlen. Klar, alles was recht ist. Wieso tut er da hinten Uli vom Rüttiboden? Und meist der Unternehrer Kasper vom Tellenbach. Und meist der Krummenacher von der Sagi. Aber die haben doch auch kein Geld. Oder seid ihr Gislifresser? Das ist jetzt aber kein schönes Wort. Aber ich vergib dir, weil du so eine herzige bist. Unsere Herren brauchen die Zinsen. Die können nicht von der Luft kommen. Das müssen sie glaube ich auch nicht. Solange als dahinter so gut ein Schweizer Speck gibt, geht es den Leuten nicht schlecht. Ich glaube, ihr habt ja keine Ahnung, wie es den Leuten dahinter geht. So, wie geht es ihnen? Nicht gut. Es könnte sein, dass ihnen jemand aushängt. So schlecht geht es ihnen. Pass auf, was du redest. Es sind schon andere Leute in den Ton gekommen, die weniger gesagt haben. Lass sie doch. Sie ist doch so eine herzige. Ich kann gar nicht verstehen, wieso die Bauern nicht zahlen wollen. Die haben doch alles. Ihnen wächst alles in die Mühe, Äpfel und Birnen. Schöne und Rinde können sie einfach auf der Weide rumlaufen. Im vergangenen Krieg haben die Bauern Geld verdient. Ass und Teufel drauf draus. Weit vom Deutschen her sind sie von Käse und Anken gekauft. Und da hat die Preise gut getrieben. Was? Was? Mal. Die hocken eben auf dem Geld. Die verlochen es. Darum muss man sie blocken. Dann machen sie es für. Der Schinkenspeck. Den bringen sie nicht nur Gott zu Ende. Den fressen sie lieber selber. Thank you.
Und plötzlich wird unser Horn fertig und fängt an zu spinnen. Ein so etwas Trauriges habt ihr noch nie gesehen. Und dann kommen dann die Herren Veterinäre wieder um ihn anzukumpen und erklären, das Fee vertrage jetzt das Tiermann eben gleich ja, nicht. Wo nicht auch die Bauern, gerade mit Bauern, aber eigentlich das Spissen. Du kannst Kalber und Friedli und Kühe von einem Tag auf den anderen nicht verkaufen und die Müll kannst du in Schorgraben runterlehren. Ja, es dünkt mich, wie sollen verschiedene gnädige Herren von Bern alle zusammen ins Schütti fallen. Die leiden anders selber von einem guten Rinderwahnsinn. Und aber auch die Bauern schorren und Frauen, sonst leiden die schon lang, lang. Die schnurren uns durch zu Dorf mit ihrem wissenschaftlichen Wahnsinn. Und die Frauen leiden. Die kommen zu uns, um sie gut zu essen zu trinken. Ja, sind das etwa die Fresser, die dahinter kommen? Gerade die Fresser und die Zufel, die sie können. Nein, nein, die kommen aus der Sprache. Die kommen dahinter und werden hochmoderiert sein von internationaler Bedeutung. Oh, die Armen, die tun mich. Die sind nicht arm. Geht ihr jetzt vor, die verirren sich dem Hochmoor innen. Der eine versinkt da, der andere versinkt dort. Kommen wir gar nicht mehr zu dem Moor aus. Bei uns versucht man nicht so gerät. Hey ja, eigentlich ist es noch schön, dass die Leute aus dem Stand aus dem Zürcher Zentrum kommen. Das wäre mir ein ganz Verloren. Aber was machen denn die, wenn es regnet? Dann müssen wir unseren Charme spielen. Stadt wollen schenken.
wirklich an das glauben, dass die Holzsplitter echt sind. Da haben sie ein goldenes Urteil gemacht. Der Rat von Arras hat bestimmt, die Soldaten sollen die Holzteile an einem wilden Stier, der in der Nähe dieses Unwesen getrieben hat, zwischen die Hörner legen. Wenn das kommt, die Liebe und Sandsbärde, der sind die Reliquien echt. Und am Ort, wo der Stier herlaufen, soll man eine Kille bauen. Wo ist also der Soldat zu diesem wilden Ochs hergegangen? Hat ihr die Kreuzesteile zwischen die Hörner gelegt? Und das Untier ist sofort lammfromm geworden und schnurstracks ins Entenbuch gelaufen. Am Ort, wo ich noch gehalten habe, hat man die Wallfahrtskirche vom Heiligen Kreuz geholt. Das ist eine alte Geschichte, ich weiss es, aber sie gefällt mir. Ich habe noch etwas. Papst, der Entenbuch hat langer Zeit gewackert und gekämpft hat. Hat der Talschaft zum Dank zurechtgegeben, in ihrem Banner die Arma Christi zu führen. Das ist das Kreuz, die Dornenkrone und die drei Nebel. Und jetzt damit an das Kreuz gelaufen ist, wo er unter dem Zeichen ins Feld gezogen ist, die können auf göttlichen Beistand erzählen. In der Burgunderkrieg zum Beispiel, die Entenbucher nicht unter der Fahne von Luzern, der kann der Kühne ins Feld gezogen, sondern unter ihrem eigenen Banner. Und sie haben sich tapfer geschlagen. Das Entenbuch ist eben ein besonderes Tal. Das meinen viele, man lebt hinter dem Mauer letzten Krachen. Aber uns dünkt, es sei ein wunderschönes und prächtiges Tal, wo unter einem besonderen Schutz von Herrgott steht. Und wenn uns jemand gerecht machen will, fahren, hat uns dem lieben sanften Tier plötzlich wieder eine Wildämoni werden. Gleich viel gelten wie bisher. Einverstanden. Zweitens muss der Salzhandel frei sein. Wir zahlen für Salz, was recht ist, aber nicht mehr. Aber
Und drittens, wer zu wenig Geld hat, um Zinsen zu zahlen, soll können mit Käse oder mit Korn zahlen. Gut, Franz. Wir haben jetzt einmal schon Eschlismatt sind das Zentrum der Welt. Mitte der ganzen Welt kommen. Und wir wollen von da aus gegen Norden gehen. Wie wissen wir, wo Norden ist? Im Norden von Eschlismatt ist die Nacht. Ja, aber dann siehst du gar nicht von da aus. Ich weiß, aber dass die Nacht im Norden von Eschlismatt ist, bist du oben gewesen. Ja. Und wenn es jetzt zum Beispiel Nebel hat, wie willst du wissen, wo der Napf ist? Ich weiss, dass der Napf dort hinten ist, auch wenn es Nebel hat. Wenn jetzt zum Beispiel ein Fremder kommt, nehmen wir an, einer von Luzern, ja was macht denn der? Das ist ja ein Geschichte, wie das Zauber aus Rocken Luzern. Hehe, nein, nein, es gibt ja auch noch ein paar anständige Luzern. Aber nicht viel. So. So kommen wir nicht weiter. Schau dir einmal, was ich hier habe. Weiss jemand, was das ist? Nein. Das ist ein Kompass. Ein Apparat, der immer genau zeigt, wo Norden ist. Auch in der Nacht? Auch in der Nacht. Ganz gleich, wo man gerade ist. Auch wenn man in der Küche ist? Auch dort. Drinnen und draussen. Auf den Bergen und im Tal. Die Nadel dieses Kompass ist magnetisch. Und die wird vom Nordpol angezogen. Die Nadel die kann gar nicht anders. Als auf den Nordpol zeigen. Das ist ja genau wie bei den Föhnblumen. Die dreht sich nicht um, immer Richtung Sonne. So einen Apparat brauche ich auch nicht. Ich weiss einen Weg, wo Norden ist. Dann weisst du eben auch, wo Süden ist. Wo ist Süden, Franz? Süden? Ja, wo genau? Ich kann es nicht sagen, wie genau ist Süden. Aber ungefähr. Also, schau dir. Nehmen wir ein Schwäckchen. Hier haben wir Norden, den Abt. Und genau auf der anderen Seite haben wir Süden. Ja, und wo ist der Westen? Weißt du das, Leni? Westen? Wir denken, das weiß ich nicht. Der Westen ist gegen das Bernbiet, gegen Langnau zu. Wenn wir noch weitergehen, dann kommt Bern. Und jetzt sind wir gestanden, jetzt sind die anderen! Hey! Im Bernbiet hat es ja auch Bauern. Denen geht es genauso schlecht wie uns. Aber das sind gottlose Heiden. Das hat der Onkel Fritz gesehen. Es kommt eben nicht nur davon, ob es Katholiken sind oder nicht. Es kommt davon, ob es Bauern sind oder Herren. Die gnädigen Herren von Bern sollten genau gleich ins Geschütte Loch haben können wie die gnädigen Herren von Luzern. Hätte ich sich nicht gesehen. Ja, aber die Leute sind auf die Suche. Eben drum! So! Jetzt redet nicht so wüst, Franz. Wir halten unsere gnädigen Herren in Ehre. Weiss jemand, wo noch Osten ist? Georg? Osten ist dort hinten. Dort ist die Stadt Luzern und die Vierwaldstättersee. Dort hinten hocken die Käfer Luzerner Gügel. Wer sind die gnädigen Herren? Die sind schon. Das ist mir wert, jetzt ist einfach davon, dass der Batzen von unseren Freunden nur noch die Hälfte dünn. Aber dürfen sie dir das überhaupt? Sie ist einfach davon. Das ist eben das Münzmandat. Können wir gar nichts dagegen machen. Und wenn ich eben diese Fresse, wenn wir dahinter ins Tal die Pacht einziehen. Und wenn wir nicht gleich als Zahlen verpacken, die Wirtschaft und lassen sich alles erzählen, bis wir die Pacht endlich zusammenkratzen sind. Die sollten wir mit Knütteln zum Tal ausjagen. Solltest du es aber nicht zu sagen. Luzern, ganz schöne Stadt. Ich war schon in Stärke, auf dem Markt. Mein Vater hat gesagt, wir sollten uns einen Erdboden gleich machen. Da habe ich Angst bekommen. Das geht nicht, dass wir so eine ganze Stadt erst machen. Also da musst du jetzt wirklich nicht Angst haben. Die Stadt Luzern wird hier nicht zusammen. Vielleicht dann doch. So! Jetzt höre ich auf, Schimpfen. Luzern ist ja auch Menschen. Fragt sich nur mal was für ich wollte noch wissen, was hier im Westen, genau im Westen hier auf dem Berg oben für einer Kappel steht. Das ist Santana. Dort hinten geht der Weg hoch. Dort hinten hat es eine ganz schöne Madonna. Weisst du jemand, woher die kommt? Ich weiss es. Sie, aus dem ehemaligen Kloster, Truebenen im Emmental. Wo die Protestanten zu Truebenen das Kloster kaputt gemacht haben. Sind die da übergeschleppt worden? Stimmt.
genau. Und es ist eine wunderschöne Madonna. Warum heisst ihr die Madonna wollen kaputt machen? Die war doch gar nichts dafür. Das war etwa vor 150 Jahren. Zur selben Zeit ist in der Eidgenossenschaft alles so ein bisschen drunter und drüber gegangen. Sie waren sich plötzlich nicht mehr einig, was man jetzt glauben soll, wenn die gnädigen Herren von Bern ihren Untertanen befohlen, alle Madonnen zu den Killern auszuräumen. Und so ist die Madonna zu uns übergekommen. Wir sind keine Untertanen. Wir sind freie Jämtlichwacht, das hat mein Vater gesagt. So, jetzt kommen wir zurück zu unserem Kompass. Also, noch einmal. Norden, genau auf der anderen Seite von dieser Nachwelle Süden. Und jetzt gehen wir richtig weiter. Wir gehen. Wo kommen wir denn hin? Dann kommen wir in die höheren Berge, nie. Ja, aber noch weiter. Wir gehen und gehen. Wir kommen noch Rom zum Papst. Gut, Georg. Ich weiß noch etwas vom Papst. Vor vielen hundert Jahren hat Entlebucher tapfer gekämpft für den Papst. Und als Dank hat der Papst den Entlebucher zurechtgegeben, die Arma Christi im Banner zu führen. Das ist lateinisch und heisst die Waffen Gottes, das sind das Kreuz, Dornenkrone und noch etwas. Was ist so? Hey. Ah ja, die drei Nebel, das sind ja auch noch Entlebucherwaffen. Und an dem Banner sind die Entlebucher manchmal in Krieg gezogen, haben tapfer gekämpft und immer gewonnen. Sehr gut, Georg. Weiss noch jemand etwas? Ich weiß, dass der oberste Banner hier, Entlebucher, Hans Ebnek, stimmt genau. Nein, es gibt auch keine Kraft und Kraft mehr im Ranz. Sie sind Angst haben worden. Hätte ich nicht gut gesagt. So, Kranz. Jetzt, hätte nicht so Angst bei unserem Banner her. Der kann schliesslich auch nicht was er machen, was er will. Auch der muss er Luzerner her erfolgen. Das sind eben ein Affenschande. Aber dann halt es für dich. Sonst gehört es ihm nicht nur. So, fertig. Kommen wir zurück zu unserer Geografie. Wer weiss noch etwas vom Entlebuch? Ich weiss die Geschichte der Wallfahrtskirche vom Heiligen Kreuz. Das ist eine schöne. Erzähl die. Es ist einmal, vor langer Zeit, ein Soldat aus dem Heiligen Land, der gekämpft hat, zurückgekommen. Der Soldat hatte Holzsplitter gehabt, im Kreuz, wo die Jesus daran gestorben ist. Die Holzsplitter wollte er verschenken, in einer Stadt Nordfrankreich verschenken. Die Stadt hat Arras geheissen. Die Leute in Arras wollten aber nicht recht glauben, dass die Splitter echt sind. Darum haben sie ein Gottesurteil gemacht. Vor der Stadt Arras hat nämlich einen wilden Ochs gehabt, der umeinander gewütet hat. Dem Ochs hat der Soldat die Holzsplitter zwischen die Hörner legen. Wenn er das Untier lieb und sanft wäre, dann sind die Splitter echt. Und der, der herlaufe, soll der Soldat nicht hinbauen. Der Soldat hat das gemacht. Der Ochs ist sofort lang fromm geworden und schnurstracks ins Entlebuch hintergeflüchtet. Und dort, wo er angehalten hat, hat der Soldat die Kirche vom Heiligen Kreuz gebaut. Es ist zwar nur eine Sache, aber sie gefallen. Ich weiss auch nur so. Ich weiss auch ein. Streckeln. Ich frisse Böse, wo man kommt, wenn es geht an den Haaren gebissen hat. Und geschehen dann recht. Ich weiss nicht von Leuten. Die Väter sind mit dem Mann nicht zusammengekommen. Die von Uri, die von Schweiz und und die von Unterwalden dann? Aber die Luzerner waren eben nicht dabei gewesen. Die haben einen Bund geschworen, dass sie sich gegenseitig helfen wollen. Der Tell war auch dabei gewesen. Der hat den Gessler Dessidian verschossen. Die drei Tellen gibt es aber immer noch. Die schlafen tief im Berg innen. Wie tot! Aber sie sind eben nicht tot. Sie schlafen nur. Der Tell selber, der Stoffwacher und der Baumgarten. Und zwar eben wieder einmal der Zeit, hat sich Riegel gesagt, dass sie verwachen und vorkommen und zum Rechten schauen. Und mein Vater hat selber gesagt, man sollte wieder einmal so einen Tyrann verschiessen. Nein, gar nicht. Gut, öffnen den Kopf geschossen, her. Und dann sind wir aus dem Schiff gekommen, auf einer Felsplatte. Und der Gessler, der war schief versoffen. Aber eben, nicht ganz. Das ist dann klar. Wenn der Gessler versoffen wäre, dann hat mir ja den Tell. Wir können ihn verschießen. Wir haben den Tell auch gar nicht. Der Tell geht leben. Er lebt. Ihr werdet schon sehen. Ja, jetzt hört doch mal auf mit dem Tell. Das ist ja eine uralte Geschichte. Das geht heute nicht mehr, dass wir einfach einen Herrn schiessen. Das ist verboten.
Wenn die Herren recht wären, hätte der Krieg auch gesagt, wären sie uns schon recht. Aber wenn sie wohl recht sind, brauchen wir sie nicht. Wo seid ihr mal? Wir sollten nicht so schlimme Geschichten erzählen. Es hat nämlich überall Ohren. Also die gnädigen Herren, die hören das nicht gerne. Jetzt, hey, du weißt sicher noch eine Sage aus dem Mäntel. Ich weiss nur noch die vom Türsch. Dann erzähl die. Es gibt einen Jäger, einen Nachtjäger, den Türsch. Der reitet die Nacht, wenn es runter durchs Tal. Der hat einen feuerroten Mantel an. Und heute eine ganze Meute. Aber die Hunde haben nur drei Beine. Die heulen und bellen, wie Wölfe. Der Türsch selber hat ein Jagdhorn. Dass ihm der Mark und die Beine fallen. Und wenn man den Türsch die wilde Jagd durchs Tal gehört reiten, dann muss man sofort das Fenster zumachen. Man darf nicht rausschauen, sonst geht es ihm schlecht. Drei Schritte rechts auf die Seite muss man, wenn der Türsch kommt. Sonst muss man mitjagen. Manchmal geht der Zug auch mit das Haus durch. Dann muss man das Tänztor offen lassen, dass er durch kann. Manchmal steht auf dem Wagen ein Kreuz mit zwei Balken. Das zeigt, dass der Türsch dort durchreitet. Sind uns das Sästchen gemacht? Rennen auch nicht nur Hunde mit, sondern auch Säue. Wir sehen den Weg, wo die durchrennen. Ehrliche Spur. Ich selber habe noch nie so eine ehrliche Spur gesehen. Aber man muss die Brüder aufpassen. Dann nehmen wir so eine Kreuz, verehrt man sich. Man läuft kreuz und quer im Fjett umeinander, bis man tot umgeht. Ausser es kommt einer, der ihm könnt. Wenn der einen mit seinem Aufnahme anredet, dann kommt man wieder zu sich. Manchmal schreibt er dann noch Frau mit. Streckele. Das ist fast ein Rex, aber es ist eben nicht ganz ein Rex. Es ist eben die, die böse Buben packt, wenn sie zum Fenster tut. Sie reißt sie mit, bis man sie nur mehr sieht. Sie verreißt sie gerade in der Luft. Nein, die frisst sie dann auf. Manchmal packt sie auch die kleinen Frecken so, Mädchen. Aber Mädchen, die lässt sie nur. Sind sie aber krank? So, wer hat mir gestern in die Schimme geschüttet mit aller Kraft? Du hast mich auch selber geschüttelt. Was? Deine Haare interessieren mich nicht, aber du hast mich gestürzt. Warum hast du mich nicht selber geschüttelt? Ich stelle mich doch an! Den Bauern von 1653 ist genauso schlecht gegangen, wie es den Bauern heute geht. Immer um krampfen und krampfen. Mellen, futtern, misten, den Käse, dann wieder hin. Und dann geht es morgen essen. Wir wollen ein wenig hören, was die sagen. Wir gehen heute nicht turnen, weil es so heiß Wetter ist. Dann wir gehen mit ihnen. Mellen, futtern, misten, Käse, hey, dann auf das Feld, auf den Acker, ins Holz. Und dann geht es 9 Uhr essen. Dann wieder auf die Welt, wieder um den Nacht, wieder im Wald. Und dann geht es die Tage. Die Hochzeit, die Ecken, die Eier, die Fürsten, die Schafe. Die Jüpfen ablesen, die Fenster ablesen, die Ostmieren ablesen. Driegelen, malen. Okay, koch, ich gehe zum Nachtessen. Und erst unsere Frauen. Schauen zu den Blumen. Zu den Säugen. Hühnern. Zum Füßgarten. Zu den Häusern. Zu den Grosseltern. Zu den Kindern. Und doch haben sie nie genug Geld. Stimmt. Uns Bauern geht's beschissen. Sag einmal, Kriegel. Wie ist das überhaupt mit den kleinen Subventionen? Die zahlen sich Städter selber, dass sie nicht mehr müssen zahlen für unsere Ware. 1,80 Franken zahlen die für einen Liter Milch? Das ist doch einfach viel zu wenig. Aber sag eins, selbst mal, hätte die gnädigen Herren auch keine Subventionen gezahlt. Selbst mal ist das Geld vom Land in die Stadt geflossen, nicht umgekehrt. Die Stadt hat das Land ausplündert, nicht umgekehrt. Ja, willst du jemand sagen, wir dürfen heute die Stadt ausplündern? Nicht unbedingt. Aber du als Bauer könntest mehr als Knecht.
Ruhig ein wenig mehr Lohn zahlen. Woher, ne? Wenn es kaum für mich längert, weiss der Gocker warum. Der Gocker? Mensch, der wüsste es. Das weiss ich doch nicht. Dann gehen wir jetzt erst zu Abend essen. Sag ey, was ist das da? Noch ein Stecken. Meinst du wirklich? Ja, ein Knebel. Aber nicht? Was nicht? Das ist kein Stecken, kein Knebel, das ist ein Knüttel. Ob Stecken, Knebel, Knüttel oder Brügel, das kommt jemand anders auf eins raus. Nein, da hat es Knebel drin. Das ist eine schreckliche Waffe. Kannst du denn mit einem Stecken einen Sohn schlagen, wenn du unbedingt sollst? Das ist ein Symbol. Diesen Knebel hier sagt man Stecken. Und wenn der Wind einen solchen Knüttel sieht, dann säckelt er davon wie früher die Tagsburg. Ja, ja, die denken an Morgarten und an Sempach. Aber heute Wind, der Bärenartillerie, der säckelt nicht vor, der schießt. Der kommt nicht mehr zum Schießen, der packt das blanke Entsetzen. Ja, im heutigen Krieg kommt es nämlich nicht auf die Waffe drauf an, sondern auf den Heldenmut. Und im Heldenmut sind die Entenbucher Weltspitze. Ja, wir haben wieder mit den Lampen gehandelt, mit vernünftigen Leuten. Und drei Schlagen reingekommen. Vielleicht eben doch, wenn man so ein Nötchen hat. Die richtige heilige Zahl ist 3. Die heilige Dreifaltigkeit zum Beispiel. Oder die drei Weisen aus dem Morgenland. Sie schlafen tief im Berg drin. Wenn es nötig ist, können sie raus und schauen zum Rechten. Dann gehen sie wieder schlafen. Oh mein Gott, das ist ja ein richtig guter Schlaf. Also, ich habe schon lange nicht gesehen. Ja, das sind natürlich auch Männer. Die drei Tellen, die drei Weisen und der Pfarrer. Eine Frau? Könnte ja das nicht. Eine Frau könnte keine Heldin sein, keine Tellin. Eine Frau könnte keine Königin aus dem Morgenland sein und schon gar nicht eine Göttin. Es kann ja recht sein als wir. Die Locken brauchen daheim, spinnen ein bisschen und wiffeln und kippeln. Allerdings habe ich eigentlich etwas gehört von meiner Großmutter. Ich habe einfach so aufgeschnappt, ohne zu überlegen. Meine Großmutter hat es von ihrer Großmutter aufgeschnappt. Und die von ihrer Großmutter. Und so weiter. Die alten Frauen haben es dann eigentlich immer weitergezogen. Es sind nämlich eines früher. Also, viel früher, wenn ihr das sich mal erinnern. Drei Göttinnen gewesen. Eine heilige Dreifaltigkeit von weisen, starken Frauen. Die sind auf der Erde gewandelt. Sie haben die Menschen und die Tiere und die ganze Natur gesegnet. Sie haben alles schön gewachsen, sagt man. Auf dem Feld, im Stall, im Haus. Sie waren zufrieden. Ein glückliches Zeitalter.
ohne Gewalt, ohne Krieg. Aber dann haben eben die Männer aufbegehrt gegen die drei Göttinnen. Sie haben keine Göttinnen mehr wollen haben, sondern einen Gott. Dann haben sie die Göttinnen zum Land austrieben und überall Männer eingesetzt. Haben die Männer die Göttinnen auf eine Art beibehalten. Aber eben, sie haben sie verwandelt. Sie haben einfach drei Männer daraus gemacht. Eben die drei Tellen, oder die drei Weisen, oder der Es kann doch nicht so sein. Die Männer sind ja arm. Nur manchmal ist am Oben. Wir spinnen und wiffeln und kiffeln. Erzählen wir das Geheimnis der kleinen Mädchen, damit es nicht verloren geht. Aber behalten es für euch. Herr Kind, was ist das da? Das ist ein Batzen. Eben nicht. Was nicht? Es ist eben kein Batzen. Es ist nur noch ein Fäufi. Nein, das ist doch ein Batzen. Was ist denn das da? Denke für Flieder. Aber nicht mehr. Es ist nur noch 12,50. So ein Kabis. Ein Fünfliber ist ein Fünfliber und ein Batzen ist ein Batzen. Das Schweizer Geld ist hart wie Granit. Oder weich wie Onk. Wer sagt das? Unsere gnädigen Herren. Unsere gnädigen Herren können ins Auge beschliessen, unser Geld sei immer noch die Hälfte wert. Eben mal, die können das scheint. Das Münzmandat rausgegeben, in dem Mandat steht, ein Batzen sei immer noch die Hälfte wert. Wo ist denn die andere Hälfte hergekommen? Verschwundene Boss. Woher ein verschwundene Boss? Verschwundene Boss in die Säcke der gnädigen Herren. Das musst du doch jetzt genauer erklären. Also, pass auf. Eure gnädigen Herren von Luzern und auch die gnädigen Herren von Bern, von dort, wo ich herkomme, und auch die von den anderen Kantonen, die haben gemeint, sie sollten etwas mehr Geld haben. Hey, ja, das Leben von diesen Herren ist sündhaft teuer. Paläste, wo sie drinnen wohnen, Kutschen, wo sie mit den Sommer fahren, Seidenkleider, die sie unten haben, Parfüm, Perücken, Schnabelschuhe, der Fasan auf dem Tisch und der Burgunder im Ranzen. Das kostet alles Heidengeld. Und der erste ihre Weiber. Fulärli und Spiegel und Dummerröckli, das Hündli. Und der Papageien, Mägde und Köchin und Gouvernanten verkaufen. Das kostet alles Stutz. Und weil die gnädigen Herren den ganzen Tag müssen fressen und saufen und repräsentieren und keine Zeit arbeiten, müssen sie den Stutz eben neu anders auftreiben. Aber haben wir nicht bei uns Bauern? Pass auf, das geht so. Die gnädigen Herren beschließen aller Heimlichkeit, dass ein Batzen nur noch halber Batzen wert sind. Sie wissen es, aber die Bauern wissen es nicht. Sie kommen zu uns aufs Land und hoffen alles zusammen. Häuser, Land, Wald und Alpen und zahlen mit dem altgewohnten Geld. Und gleich darauf geben sie ein Münzmandat raus, wo sieht, das altgewohnte Geld sei nur noch die Hälfte wert. Aber die Häuser und das Land, das ist doch noch gleich viel wert. Nein, doppelte. Das ist Pies, das ist Diebstahl. Das siehst du. Und das ist nicht so laut sagen. Das ist kriminell. Nein, das ist ganz legal. Die gnädigen Herren dürfen das. Die gnädigen Herren dürfen alles. Weil sie eben so gnädig sind. Oh.
Also, wenn mir so einen Göckel in die Finger käme, würde man gerade den Grind umdrehen. Nicht so laut, die gnädigen Herren gehören doch nicht gern. Das ist mir nicht. Die gnädigen Herren sind schon recht, wenn sie recht sind. Und wenn sie recht sind, sollen sie so dünn fahren. Denn überall froh. Schon gleich so. Schwierig. Weißt du, Lüster? Nein, sag. Sie hocken scheint im Röttchen in der guten Stube und fressen Brat und Zuppe vom besten Wein. Wer? Unsere Mann? Nein, Gisli fressen. Sie wollen scheint dort bleiben, bis meine Hans und deine Kasper und da hinten vom Lütti Boden alle ihre Schulden gezahlt haben. Aber es geht ja nicht, wenn ich Geld mit unseren alten Batzen. Wir mögen eben gleich. Und die Rechnung für das Fressen und das Zuppe und zu übernachten mögen wir auch gerade noch übernehmen. Das sind Verwandte, so keine Banditen, die sollten zum Teufel jagen. Warum nicht? Aber meine Meinung geht eben nicht. Ich will hier einmal ins Röstchen hocken, Braten essen und Wein trinken. Aber ich kann nicht. Ich muss arbeiten. Ich bin mal gerade. Und weißt du was? Dann würden wir noch ein bisschen tanzen. Walzen. Und Polka! Mit dem Hans! Nein, fast mit dem Wer würde uns den Halb zahlen? Durch mit Bauern sind nichts als ein sinnloser Saukrapf. Hast von morgen früh bis abends spät noch mehr Arbeit. Dann gehst du in den Stall, dann auf das Feld, dann ins Holz, dann gehst du schütteln, dann gehst du mähen, dann auf den Nacken, dann wieder in den Stall. Sagt im Bett träumst du von einem Tannen oder dem Mond auf den Grind. Hast du Geld in den Sack verdient, kommt gut, dass du nicht verhungerst. Tanzen die anderen, die nicht bauen. Die hat das Geld, das wir für die nicht im Sack haben. Zuerst sagen Sie, die gnädigen Herren von Basel, die sollen moderner, zeitgemässer, effizienter bauen. Den Ertrag optimieren, sonst rendiere ich es nicht mehr. Nein, Dünger, nicht fassbar und Stickstoff. Künstliche Samen, kastrieren, sinieren, dann bringen Sie uns da gut, die gnädigen Herren von Basel. Und ihr die Menge Pestizid und sonst so chemisches Zeug, das niemand rauskommt. 100%ig Umweltverträge, versteht ihr? Und wir tragen Eier und Spritzen. Und der Weizen macht mit riesigen Ähren. Wir freuen uns schon. Und plötzlich kommt ein Gewitter und alle Ähren liegen im Dreck hin, weil sie kalt schwärzen. Sie sagen, die gnädigen Herren von Bern, wir sollen sich auch für etwas spritzen, dass sie nicht krank werden. Hey, ja! Die armen Viecher könnten ja den Schnuppen bekommen. Und das wäre es ja dir auch wieder nicht recht. Und wir doppeln Spritzen, was uns die gnädigen Herren Veterinären verschreiben, weil wir ja so lieb und brav sind und alles machen, was wir uns sagen. Denn plötzlich kannst du das Kaltfleisch nicht mehr essen, weil scheint es schon Hormone drin sind. Was machen wir jetzt mit unseren Tieren? Dann sagen sie die gnädigen Herren von Bern. Sobald in einer verreckten Kuh haben sie wunderbare Protein und sonst noch andere wertvolle Energieträger. Und die würden die Kühe noch ganz gerne fressen, wenn man sie schön fein tät malen und anrichten wie ein feiner Pudding. Und wir kommen glauben auch das. Hey ja, die gnädigen Herren auf Agrarwissenschaften, sie haben schliesslich studiert mit den Leuten. Und wir sind nur doppelt, wenn wir alles fragen. Was sind Sie denn? Sie sind schon wieder die gnädigen Herren. Wir müssen lassen, was da geht. Kommt schnell, alle! Was habe ich da in der Hand? Nichts! Gar nichts! Wir haben jetzt... Ich bin Was ist das da? Ein Tüchli! Ein Tüchli! Wir haben jetzt... Es ist eine Blume! Eine Blume! Eine wunderschöne! Wunderschöne Blume, ihr habt jetzt! Jetzt ist ein ganzer Strauss. Darf ich mal dran schmecken? Hey, die sind nicht zum Schmecken. Die sind nur zum Anschauen. Was willst du eins werden? Kein Bauer. Und ich, Führer, wie meine Mutter. So ist recht. Und was machst du? Wenn jemand kommt und dir die Kühe wegnehmen will? Dann wäre ich wieder. So machen wir das! Wie nennen Sie wohl? Ja. Mit guten Recht zu unseren Untertanen schicken! Dort heissen wir eintrieben werden! Wenn nicht freiwillig mit Gewalt, sonst geht das ganze Staatsgefüge zusammen! Unsere Männer tun nichts als ihre Pflicht!
Und hier schwärmt es nicht nur gelagert, sondern sie werden dann noch lachendes machen. Bitte, ich muss keinen. So beschaut es, bis viel, damit wir Schattenzahn lachendes machen. Der Schatten heißt der Rom. Das ist Rebellion. Jetzt müssen wir Konsequenzen ziehen. Während den Anfängen, sag ich. Es wird da hinten nicht in der Ruhe gehen. Er wird aufgeschluckt vom Erdboden. Wenn wir endlich buchen, was wollen, und wenn wir das richtig machen, dann ist die Stadt im Untergang gewinnt. Los, seid auf mich, ich weiss, wie man es macht. Die Matte. Den Zauber verstehe nur wir.
haltet euch bereit. Jede Stunde. Die fremden Soldaten müssen sterben. Wir treffen jetzt oben in der Kapelle, St. Anna. Da wird einem richtig schwindelig. Was meint ihr eigentlich? Wir ziehen uns zurück in die Nacht. Richt dich nur auf, in Gottes Namen schieß dich drauf. Der gerechte Gott soll leben. Auf Vater mein, Gott ist Mutter, der Apfel von der Scheitel fällt. Gott hat uns Segen gegeben. Was ist dich für ein Vaterbett? Sag mir, zu was für ein Entfernschuss noch im Kochen stecken? Weil ich Gott alles hab heimgestellt. So wüsse, hätte der Schutz gefehlt, wollt ich an dir mich rächen. Geh weg mit dir und nur geschwind fort. Ich will ihn setzen, meine Not. Das er wird schon vergessen. Sein Tück, den schalkt er im Kopf. Hinweg mit diesem schlimmen Tropf. Ich will ihn schmacheln lassen. Mein Herz ist beladen mit Beschwerden. Was wird wohl für ein Ausgang werden? Hinweg nun fort. Mein Vogt hinfür an, nichts mehr spricht. So bleibt mein Haus, weil der Vogt hin. Kann sein hierfür noch länger drin. Ein freches Gemüt zu gerechten Sachen. Wie kann es nicht so viel auch machen? Die Badenfahrt ist wohlgericht. Mein Vogt hinfür an, nichts mehr spricht. Er liegt im Bad. Hab ihn gezwacken und mit Rachs den Kopf eingeschlagen. Ach, liebste Brüder, all unsere Taten seien bis anhin zwar wohlgeraten. Allein was hieraus möchte entstehen, tut zweifelhaft vor Augen gehen. Nicht zweifelhaft, es ist zwar gewagt, der Freche nur den Sieg vortragt. Für Gottes Ehr
und Freiheit gut, dies nur allein beschehen tut. Wo Gerechtigkeit sich muss nur ducken, wo Freiheit man tut unterdrucken und göttlich Ehr mit Füßen tritt. Sterben als Leben ist besser nicht. Geschehe dann, was Gott verhängt. Denn Sterben ist besser als so bedrängt Leben. Ja, zu seinem eigenen Gut nicht Macht mehr haben, sehr weh tut. Ein Obrigkeit von Gott gesetzt und jenes tut, was Gott verletzt. Kein frommes Weib, kein ehrlich Magd kann sicher sein, heißt Gott geklagt. Halt, Bruder, ein, nicht Obrigkeit. Es gibt dabei groß Unterscheid. Freie Länder sein wir, nicht untertan, keine Obrigkeit, wir nehmen an. Aller Dingen Anfang ist schwer, wenn Gottes Ehr nichts vorderst wär und die Freiheit unter Zwang und Schand, so glitten unser Vaterland. An Gottes Segen ist alles gelegen. Uneinigkeit viel gleich verblicht, Einigkeit hingegen viel aufricht. An Gottes Segen ist alles gelegen. Aus vielem Nichts ist gleich gemacht, aus Nichtem viel ist Gottes Kraft. An Gottes Segen ist alles gelegen. So sei es dann, ein Bruderschaft, der Anfang unserer Eidgenossenschaft. Für Gott sein Ehr, unsere Freiheit, zu Abhilfe der Unbilligkeit. So wollen wir all mit Gut und Blut und wann es nur ermangeln tut, herzhaft streiten, streitbar leben, Gott zu ehren, willig sterben. Ach Gott, dein Ehr achten wir mehr als unser Leib und Leben. Fürs Vaterland, dessen Wohlstand, wollt's uns den Segen geben. Was für ein Segen soll Gott geben? Worin tut ihr euch beschweren? Den freien Stand ins Vaterland, tun Falsches wir begehren. Den freien Stand ist viel genannt, ist nicht jedem beschoren. Wer zu viel will, verderbt das Spiel, hat oft den Satz verloren. Ist das zu viel, wenn man nur will, was uns von Gott tut hören? In Billigkeit ist unser Eid, den wir zusammen schweren. Auch die Freiheit, mich selbst in Freud, tu diesen Namen tragen. Nicht eitlem Gold verbleib ich hold, will gerechten Sachen haben. Wo Gerechtigkeit, auch Einigkeit und Wahrheit sich befinden, tut die Wahrheit und Glückseligkeit sie Gott alles überwinden. Nun liebsten Freund, nur trosthaft sind, nun fest auf Gott vertrauen. Der gründet fest, der zerst, der zuletzt auf Gott sein Schatz zu bauen. Wir bei euch stehen, mit hoher Geld, will euch nicht verlassen, solange ihr Gott und sein Gewalt auf seine Straße nicht lassen. Annabelle! Ich weiß.
Thank you.
Thank you.
Liebe Theaterbesucherinnen und Theaterbesucher, im Namen von Postauto Zentralschweiz möchte ich euch recht herzlich begrüßen hier auf dem Schwendelberg. In wenigen paar Augenblicken werdet ihr die Tribüne sehen. Auf der linken Seite, von dort aus werdet ihr das Theater anschauen, in Gegenhand durch. Links unten dran ist ein Bauernhaus. Es ist umfunktioniert worden zu einer Gaststube. Die wäre sicher bestens gewappnet, euch nach dem Theater mit Speis und Trank aufzufahren. Postautofahre ich unmittelbar nach der Vorstellung wieder zurück, 4:10. Die letzten 12 fahre ich 4:11 und die genauere letzten 4:12. Der Fußweg wäre sehr zu empfehlen, es ist etwa eine Wanderzeit von 4:20. Seid so gut und tut noch die Bilet parat machen, sie werden hier im Eingang einziehen. Danke.
einen Segen haben wir bekommen. Pass auf mein Glück! An jedem Mann ist
Warum geht's eigentlich? Jetzt sitzen wir alle in der Herren und wissen, dass es nicht passiert.
die Spuren verloren hatten. Der Bürgermeister Wasserführer kam und hat Friedensbedingungen vorgelegt. Die sehen so aus. Bei den Untertanen der vier Städte Bern, Luzern, Basel und Solothurn, dass das Lager der Tagessatzungsarmee bei Mellingen angegriffen haben und die Tagessatzungsarmee vermittels göttlicher Hilfe obsiegt hat, schließen wir mit den Untertanen folgenden Frieden. Erstens, die aufrührischen Bauern sollen unverzüglich ihre Waffen niederlegen und nach Hause gehen. Zweitens, ihren gottlosen Bauernbund sollen sie widerrufen und den Bundesbrief dem General Gerd Müller von Zürich übergeben. Drittens, da es keinen freundlichen Vergleich mehr gibt, soll jetzt das Recht sprechen. Viertens, bis auf Weiteres soll die Obrigkeit ihre Truppen im Felde behalten. Was ist denn die Tat, die da vorgelesen ist? Das heisst, dass sie sich ergeben müssen. Ich hab's gewusst! Toni! Ich wollte dich behüten. Aber ich konnte es nicht. Du wolltest nicht in mir bleiben. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßt seist du, Maria, voller Gnade.
Die bringen uns um.
dort verstecken wir. Und wenn ihr gescheit seid, dann kommt ihr mit. Also gut, dann gehe ich allein. Später dann. Wenn es ruhiger wird. Dort regieren zwar Fürsten, aber die sind weniger schlimm als unsere gnädigen Herren. Macht es gut. Keine Sorge. Zwei in den Köpfen. Adieu. Wir sind angesehen, die Leute im Tal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie uns ans Leben wollen. Das können sie sich gar nicht leisten. Was meinst du? Ich bin da daheim. Ja, da bin ich hoch. Ich bleibe da. Ich kann mich warm und nicht alleine lassen. Das ist schon mein Bein. Gut, dann bleiben wir da.
Lindau. Wer hat vom Tell? Ihr könnt uns besetzen, ihr könnt uns zwingen, ihr könnt uns köpfen. Aber die Erinnerung lebt. Die Erinnerung ist stärker als eure Soldaten. Die Erinnerung gewinnt. Der Tell steht wieder auf. Jeder Tyrann da hinten soll den Pfeil treffen. Jeder Tyrann soll verrecken. Für alle sind sie gegangen am Schiedsten. Über die Kühe und vom Walden rüber. Du gehst. Wir zwei bleiben da. Warum kommt ihr nicht? Es ist schon Zeit. Einer von uns muss übrig bleiben. Dass die Leute wissen, einer lebt noch. Ich gehe nicht allein. Gib uns noch wenig Brot. Wenn wir zusammen essen und dann gehst. Haben wir tatsächlich den Studer verwetzt? Und den Duriker, den wir umbrechen! So etwas, ganz frech! Wir sind Soldaten da. Macht jetzt auf den Weg. Wollt ihr sterben? Ich verlasse endlich Buch nicht. Schau einmal. Wie schön, dass die Nacht über dem Tal liegt. Die Matten, der Wald, die Berge, der Himmel drüber hier. Das ist gewiss an anderen Orten auch schön. Aber da bin ich daheim. Das ist meine Heimat. Was soll ich davon senken? Ich will da begraben sein. Wenn die Häuser verwünschen, dann stirbt die Hoffnung. Das Zentrum kann nicht untergehen. Die Hoffnung bleibt im Tal. Auch Kraft. Es steht immer wieder einer auf. Dort sind die Soldaten! Komm, mach dich auf den Weg. Hey, wir bleiben! Ich bin Landwirt.
Mit Wermut sind wir heute zusammengekommen. Um Abschied zu nehmen. Um Landschaftsbeamten. Der Abschied war nicht schwer. Es ist ein wunderbarer Sommer. Und das Enkelbuch ist ein Riesenbuch mit vielen wunderbaren Dichten. Mit schwarzen Seiten, mit roten Seiten, mit grünen Seiten, Biosphärenseiten. Und jetzt kommt Aschlis Mappe und schreibt eine goldige Seite. Eine goldige Seite, die über Jahre aus das Entlebuch noch wird beleuchten, zur Ehre von unseren Ahnen, die dunkle Seiten haben müssen erleben. Wir haben aus diesen dunklen Seiten Freude gemacht, in aus allem Schaden wieder sehr Glück machen. Das ist die Aufgabe, die wir jetzt alle haben. Ich danke allen, die da mitgeholfen haben. Und ich danke stellvertretend für alle, die besonders mitgeholfen haben. Im heiligen Antonius und in der heiligen Bernadette. Von ihrer Gastfreundschaft zum Genieß, von Gastlich Macht gemacht haben. Ein lebendes Landschaftstheater, ein lebendes Gastlich Macht. Ich nehme den Patrick.